Hallo, ich bin Max Haunhorst und unser Motto ist, als Familie können wir alles schaffen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Zu-Gast-Bei-Folge. Wir sind hier im wunderschönen Hagen am Teutoburger Wald und ich freue mich jetzt, wir starten nämlich mit Max Haunhorst und seiner Erfolgsstute Shakara. Max, ich glaube, du hast schon echt viele tolle Pferde in deiner Karriere reiten dürfen. Aber eine Stute ist, glaube ich, dein absolutes Herzenspferd, Shakara. Was macht die denn so besonders? Durch die ganzen Erfolge ist sie natürlich das beste Pferd, was ich hatte bis jetzt. Sie hat immer ihren eigenen Kopf. Das hat sie von Anfang an gehabt und wird sie wahrscheinlich auch immer haben. Aber im Parcours hat sie unheimlich für den Reiter gekämpft und alles gegeben. Und die wollte einfach immer gewinnen im besten Fall. Du hast mal gesagt, sie ist nicht nur die Prinzessin, sondern sogar die Queen im Stall. Welche Star-Allüren hat sie denn vielleicht manchmal? Jetzt mittlerweile auf dem Paddock oder mit den anderen Zuchtstuten zusammen benimmt sie sich ganz gut. Am Anfang, als ich noch Grinder war, war es ein bisschen anders. Da ist sie nicht mit mir auf den Platz gegangen, da wurde ich jeden Tag geführt. Weil im Parcours hat sie alles gemacht, dann durfte sie das ja zu Hause auch machen, wie sie es wollte. Dann konnte es auch mal vorkommen, wenn sie grasen wollte, dass sie noch weggelaufen ist oder so. Dann hat sie ein bisschen gefressen und kam wieder. Und du hast auch echt coole Erfolge mit ihr feiern dürfen. Ihr seid zweimal zusammen deutscher Jugendmeister geworden, aber es gab da noch so eine besondere Wette mit deinem Papa. Ja, also vor der deutschen Meisterschaft in Aachen haben wir uns darüber unterhalten, welches Pferd zur deutschen Meisterschaft gehen soll. Ja, und dann meinte er Krüger, das Pferd habe ich in dem Jahr auch Europameisterschaft geritten, sollte gehen. Und ich gesagt, nee, Shakara ist so gut drauf, ich will die reiten, aber da war sie erst 8 Jahre alt. Und dann hat er gesagt, ja, dann nimm sie mit. Sie sagte, aber wenn ich eine Medaille kriege, möchte ich die Hälfte von dem Pferd haben. Er hat gesagt, nee, nur wenn du Gold gewinnst. Gut, ein paar Tage später habe ich dann Gold gewonnen. Und ja, seitdem gehört sie zur Hälfte mir. Also gute Wette. Ja, mit Papa sollte man öfter wetten anscheinend. Ja, ich habe es ein Jahr später wieder probiert, weil wir hatten wieder ein ähnliches Thema. Da habe ich gesagt, wenn ich wieder gewinne, will ich nochmal die zweite Hälfte. Aber da hat es nicht drauf eingelassen. Jetzt ist sie 13 Jahre alt und leider geht sie nicht mehr mit dir im Sport. Warum nicht? Ja, also sie hat immer so ein paar kleinere Wehwehchen gehabt. Also sie könnte noch Sport gehen, jetzt ist sie auch wieder richtig gut drauf und fit. Da haben wir gesagt, wenn sie das nicht mehr richtig will, dann kriegt sie jetzt ein Baby hoffentlich und wird Zuchtstute. Wie schwer ist dir das aber gefallen? Ja, im ersten Moment habe ich gedacht, oh ja, Shakara-Babys, das ist ja toll. Aber dann habe ich auch nicht so eine richtige andere Truppe gehabt. Da habe ich gedacht, jetzt Shakara wäre natürlich auch super, weil da kannst du direkt weitermachen, wo du aufgehört hast. Jetzt im Nachhinein bin ich froh, dass wir das so gemacht haben und wenn sie jetzt über die Koppel läuft, da freue ich mich auch jeden Tag, wenn ich sie wiedersehe. Ich weiß noch, 2019 in Neumünster, es war auch erst mein zweites Turnier für Clip My Horse und dann hast du das Championat da gewonnen und alle haben sich so unfassbar mit dir gefreut. Wie hast du das noch in Erinnerung? Also am Tag davor habe ich mit unserem Bereiter hier zu Hause telefoniert. Da lief es noch nicht so gut, da habe ich gesagt, ach, ich gewinne einfach morgen das Championat und darf ich auch großen Preis reiten und das Wochenende ist gerettet. Gut, dann war ich erstmal Umlauf 0 mit der schnellsten Zeit, das heißt, ich war letzter Starter im Stechen. Und dann bin ich ins Stechen reingegangen, da hat Mama nur gesagt, übertreib's nicht. Und Papa hat nur gesagt, gib alles und versuch zu gewinnen. Ja, und dann habe ich auch alles gegeben, hat zum Glück auch geklappt. Aber meine Freundin stand währenddessen zwischen den beiden. Mama hat die ganze Zeit nur Hoho gerufen und Papa hat immer geschnallt weiter. Ja, und dann hat es zum Glück auch geklappt, da war die Freude natürlich groß. Und mit 41,28 den Hauch schneller ist Max Haunhorst, eine überragende Leistung, muss man sagen. Die Holstenhalle in Neumünster steht Kopf, meine Damen und Herren, und jubelt diesem Sieger zu. Und es ging in dem Jahr auch noch mega erfolgreich weiter. Ihr seid dann in Hagen, quasi hier um die Ecke bei Kasselmann, nochmal gestartet. Seid da auch Dritter geworden im Championat. Also es war so eine richtige Erfolgsserie, die ihr dann da so hingelegt habt. Ne? War auch nicht selbstverständlich. Für mich persönlich war hier in Hagen der dritte Platz eigentlich noch bedeutender als der Sieg im Championat von Neumünster. Einfach Oma war da, also meine ganzen Großeltern, dann Tante Anna, das ist so ein bisschen die gute Seele hier auf dem Hof, war da und das war einfach halt, da war die ganze Familie da, das war so für mich persönlich noch ein bisschen besonders.
Wenn du jetzt so in die Zukunft gucken könntest, was wäre dann dein Wunsch noch für Chucky? Ja, dass sie viele Babys kriegt und dass ich mit denen sportlich natürlich dasselbe erreiche wie mit ihr. Max, jetzt haben wir ja gerade über die ganzen tollen Erlebnisse in deiner Karriere gesprochen. Aber ich würde sagen, das Leben hat dir mit 14 Jahren ja ganz schön mal den Schrecken eingejagt. Du bist da an Lymphdrüsenkrebs erkrankt und ich finde es erstmal wirklich mutig, dass du auch mit mir darüber sprechen möchtest und da auch so, ja, mit so einer Stärke herausgegangen bist und natürlich jetzt auch gesund bist, was ja das Wichtigste ist. Magst du mal beschreiben, wie das war, als du von der Diagnose gehört hast? Ja, also das war kurz vor dem Future Champions auf dem Hof Kasselmann, wo ich eigentlich auch hätte im Team reiten sollen. Da haben sie mir den Lymphknoten hier an der Seite rausgenommen. Und dann wurden wir, ich glaube, 3 Tage bevor das Turnier losging, mussten wir da hinkommen und da haben die uns die Diagnose gegeben. Erst habe ich das gar nicht verstanden, was der Arzt überhaupt gesagt hat. Die hat nur was gesagt von Non-Hodgkin-Lymphom. Ja, dann saß ich da mit Mama. Cool. Und was sagt mir das jetzt? Ja, das kann man gut in Münster behandeln, in der Uniklinik. Ich sag, ja, auch gut. Also dann fahren wir da hin, ne? Aber ich habe das gar nicht begriffen. Gut, und dann sind wir auch rausgegangen und da war Mama schon richtig traurig und hat sich Sorgen gemacht. Und ich habe es immer noch nicht verstanden gehabt, weil der hat jetzt nie gesagt, das ist Krebs oder sowas. Ja, und dann war ich zu Hause und dann haben Mama und Papa mit mir darüber gesprochen. Und dann habe ich es erst realisiert. Aber für mich war das im Grunde nie wirklich schlimm, weil mir ging es jetzt nicht schlecht. Also die meiste Zeit nicht schlecht. Am Anfang war für mich nur die größte Sorge, Hauptsache ich kann die Pony-Europameisterschaft noch reiten. Das hat leider nicht geklappt, obwohl ich zu Hause richtig, wenn ich zu Hause war, trainiert habe. Aber dann habe ich mal, als ich alleine war, ein Parcours zu Hause gesprungen. Und ich habe gedacht, boah, das war jetzt hoch mit dem Pony, das wird noch was. Dann kam Papa wieder und fragte, wir hatten hier gesprungen. Ich so, ja ich, wir können noch hinfahren zu Euro. Max, das ist alles 4 Löcher höher auf Euro. Da habe ich gedacht, oh, wird vielleicht doch nichts. Am schlimmsten war eigentlich, dass Mama und Papa schlecht ging. Und auch das Mickey, ich sag mal, der ist vielleicht in der Zeit ein bisschen runtergefallen, weil wenn ich im Krankenhaus war, war immer einer da und der andere war hier mit Mickey, aber es muss natürlich auch im Stall weitergehen. Gut, und das war für Mickey wahrscheinlich auch keine einfache Zeit und das war eigentlich so für mich die größte Sorge, dass es den dreien schlecht geht. Ich finde das Wahnsinn, was du so für eine positive Einstellung dann auch die ganze Zeit hattest und ja auch immer noch hast. Gab es nie den Moment, wo du auch mal Angst hattest? Nicht wirklich, weil also mir ging es, klar, ich wusste, dass ich krank bin, aber ich hatte jetzt nie das Gefühl, außer wenn vielleicht jetzt mal ein Medikament, das ich nicht vertragen habe, dann waren vielleicht 1-2 Stunden ging es mir nicht gut. Aber ich hatte jetzt nie wirklich das Gefühl, dass ich richtig krank bin, weil, klar, Kondition hat nachgelassen, ich habe ganz dicken Kopf gekriegt durch Cortison, aber jetzt nie irgendwie das Gefühl hatte, ja, dir geht's richtig schlecht. Gut, der einzige Moment war so ein bisschen so, jetzt bist du wohl krank, als ich meine Haare verloren habe. Das sah, schon wenn man in den Spiegel geguckt hat, hat man gedacht, uff, das, jetzt, dann sah man auch krank aus. Würdest du sagen, es hat irgendwas in eurer Familie verändert oder hast du danach irgendwas gelernt aus dieser schwierigen Zeit? Ja, ich glaube, das hat uns als Familie noch mal mehr zusammengeschweißt. Wenn das überhaupt geht. Ihr seid ja schon so. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, das hat noch mal so ein bisschen mehr den Fokus auf was anderes gelegt. So, ich sag mal, ich bin immer noch so, ich will im Springreiten erfolgreich sein, aber das hat jetzt schon nochmal gezeigt, dass das nicht alles ist. Dass wichtig ist, dass man gesund ist und vielleicht, dass auch die Familie noch mehr im Vordergrund gerückt ist. Und nicht der sportliche Erfolg, sondern auch das eigene Wohlergehen. Ich fand das ganz schön. Dein Papa hat mal gesagt, dass Melli die Löwenmutti ist und immer so, ja, für alle sorgt und im Hintergrund die Fäden strickt und zieht und so weiter. Wie würdest du deine Mama beschreiben? Auf jeden Fall immer als Rückhalt. Wenn man Probleme hat, kann man immer zu ihr gehen. Sie hat immer ein offenes Ohr. Ja, und sie hält schon den ganzen Laden hier ein bisschen zusammen. Ich sag mal, kommt immer vor, dass einer schlechte Laune hat. Aber das kann Mama gar nicht haben. Dann wird da gleich dran gedreht, dass bloß alle glücklich sind und alle mit Spaß bei der Sache. Und sie hat das ja auch quasi weitergeführt mit dem Benefizturnier, was ihr hier immer veranstaltet, alle 2 Jahre. Wie cool findest du das, dass ihr das hier macht? Ja, ich finde das eine super Sache. Also wir haben das ja schon vor meiner Erkrankung gemacht. Gut, dass es dann natürlich uns trifft, war auch irgendwie, und jetzt habe ich auch wirklich gesehen, was da für Kinder, denen es wirklich schlecht geht, auch sind. Und
finde ich eine super Sache, dass man denen noch helfen kann und vielleicht ein paar Wünsche erfüllen kann dadurch. Dieses Jahr lief es dann auch noch super, da hat Mick dann auch noch gewonnen, ist ja Bundeschampion geworden. Gab es zwischen euch mal sowas wie Neid oder ist es immer richtig cool, wenn der Bruder gewinnt? Ich glaube, grundsätzlich freut man sich immer. Ich habe auch so ein bisschen das Problem, wenn Mick reitet, bin ich viel nervöser, als wenn ich selbst reiten muss. Ich sage immer, ich kann lieber jeden großen Preis reinreiten, anstatt Micky in einem M-Spring oder S-Spring zuzugucken, weil, weiß ich nicht, von außen ist dann, fühlt man sich so ein bisschen hilflos, irgendwie. Man kann nichts machen. Aber ich glaube, Neid gab es eigentlich bei uns noch nie. Also man freut sich, wenn der andere gewinnt. Das ist schon gut. Was magst du denn besonders an deinem Bruder? Und womit nervt er dich manchmal auch ein bisschen? Ich muss sagen, der kann unheimlich schnell reiten im Parcours. Und so das leicht dabei aussehen lassen, da beneide ich ihn so ein bisschen drum. Gut, ich glaube, wie unter Brüdern üblich, da gibt es immer mal so ein paar Rangeleien. Aber eigentlich hält sich das bei uns im Hintergrund. Und ja, gut, manchmal, wenn da irgendwas kommt wie, ja, da war ich besser als du oder so, dann schaukelt man sich so ein bisschen hoch. Aber grundsätzlich streiten wir uns eigentlich eher weniger. Melli, wenn man euch so zusammen erlebt, dann denkt man, bei euch passt kein Blatt Papier dazwischen, oder? Ja, von Zeit zu Zeit passt auch mal ein ganzer Block dazwischen, würde ich sagen. Nein, im Großen und Ganzen sind wir schon ein gutes Team, was auch gut miteinander harmoniert. Naja, es gibt natürlich Punkte, wo wir uns auch reiben und das ist auch richtig und gut so. Aber im Großen und Ganzen passt das schon so, wie es ist. Jetzt hat Martin die Rolle des Trainers. Welche Rolle hast du denn hier auf dem Hof? Ja, das ist eine gute Frage. Wenn ich das mal so genau wüsste, eigentlich kümmere ich mich um alles Mögliche drumherum. Ich habe vor 3-4 Jahren aufgehört zu arbeiten. Ich habe sonst immer nebenbei gearbeitet und habe dann erstmal die gesamte Zeit um die Kinder drum zugebaut. Also mit denen zu den Turnieren gefahren, weil weder Max noch Mick konnten ja fahren. Und dann habe ich mir jetzt eben überlegt, wir machen Reitturniere. Noch neben unseren sowieso bewährten traditionellen Benefits-Turnier haben wir eben jetzt noch 2 weitere Reitturniere gemacht und damit habe ich mich beschäftigt. Wie viel Spaß macht dir das auch? Ich meine, es ist natürlich sau viel Arbeit, aber du blühst auch auf, oder? Ja, weil das eben eine neue Herausforderung und letztendlich eine neue Aufgabe war. Und die dann zu meistern, das hat Spaß gemacht. Du sprichst es an, Benefiz-Turnier. Euch hat ja, ich würde mal sagen, schon ein Schicksalsschlag, als Max 14 Jahre alt war, getroffen. Ich glaube, das versteht man nur, wenn man selber irgendwann Mutter ist, wie schlimm das für einen sein muss. Wie war das damals für dich, als du davon erfahren hast? Ja, wie du schon sagst, also als Mutter kann man das, glaube ich, unheimlich nachvollziehen, wie sehr man dann leidet, wenn einem Kind eben was Schlimmes passiert. Und da ist eine Welt zusammengebrochen. Also das war schon schwierig. Ich muss aber sagen, gut, dann habe ich auch nicht an mich, habe es versucht auszublenden, an mich gedacht und gesagt, so jetzt stark sein fürs Kind. Und Max hat es uns da so einfach gemacht. Also seine einzige Sorge war damals, dass wir so traurig sind. Und das haben wir natürlich versucht, dann auch ein bisschen zu relativieren, was natürlich schwer ist und nicht im Großen und Ganzen möglich. Aber es versucht so ein bisschen wirklich ruhig anzugehen. Und dadurch, dass es sich dann Gott sei Dank alles nach und nach positiv entwickelt hat, sind mir natürlich Steinsbrocken vom Herzen gefallen. Und im Laufe der Zeit, in den Laufe der ersten Wochen, Monate, wo sich es dann abzeichnete, es scheint alles gut zu gehen. Und jetzt letztendlich von Jahr zu Jahr ist alles gut und besser. Toi, 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 und bleibt auch so, hoffentlich. So, genau. Ja. Genau. Was habt ihr vielleicht aus der Zeit mitgenommen? Habt ihr danach irgendwas verändert? Oh ja. Ja, sehr, sehr viel verändert, ja. Klar, natürlich die Einstellung insgesamt zum Leben verändert sich dadurch gravierend. Aber auch die Einstellung in unserem Betrieb, in unserem Beruf. Die Zeit, die wir jetzt haben, zählt. Und dann ist es auch egal, ob ein Pferd einfach mal lange bleibt und wir es gemeinsam genießen, die Zeit. Und das haben wir dann gemacht. Und so habe ich eben auch meinen Job dann aufgehört und habe eben die Zeit mit der Familie genossen. So. Und die Kinder vielleicht auch mit mir, ich weiß es nicht, vielleicht hätten die es genauso gut gefunden, wenn ich denen nicht so auf die Pelle gerückt wäre. Aber das hat sich schon gewaltig geändert, dass wir eben das jetzt leben.
es ist ja nicht nur, dass ihr hier lebt, sondern es ist ja wirklich ein Mehrgenerationenhaushalt. Die Tante ist noch hier, die Oma. Wie ist das überhaupt hier zustande gekommen, dass ihr hier gelandet seid auf dem Hof? Das ist der Hof von Martins Großeltern ursprünglich, war eine kleine Landwirtschaft. Danach hat Martins Onkel und Tante den Hof betrieben als Nebenerwerbslandwirtschaft. Das ist also wirklich nur ein sehr kleiner. Dann war es soweit, dass eben alle älter wurden und Martins Tante und Onkel hatten keine Kinder. Ja, und dann hieß es, kann es sich irgendjemand vorstellen, das in irgendeiner Form weiterzuführen? Ja, und dann haben Martin und ich gesagt, ja gut, versuchen wir es einfach. Versuchen wir es. Ich war damals bei der Bank, ich war in Frankfurt zu der Zeit und dann bin ich aber zurückgekommen, bin hier zur Bank gegangen und Martin hat das dann hier als erst als Halbtagsselbstständiger angefangen und ja, so ist es gewachsen. Habt ihr es jemals bereut, den Schritt Nein. zu wagen? Nein, niemals. Und dann haben wir aber auch noch Beke. Die wohnt ja. jetzt auch noch hier. Next das Generation. Ist ja, genau, ja. Max' Freundin, die seit 4 Jahren jetzt zusammen. Wie gut passt denn Beke in euer Team Hauenhorst? Auch gut, auch prima. Ja, ist halt ein ganz, ganz liebes Mädel, was letztendlich so einen Hof und so ein Leben mit den Pferden auch von Geburt an kennt. So, das macht die Sache natürlich extrem einfach. Und dadurch ist die einfach nur von den Norden hier ein bisschen in die Mitte gerückt und hat dasselbe in Grün, würde ich mal sagen. Ja, ein liebes Mädchen mehr auf den Hof, was echt toll ist. Ja, packt mit an, ist sympathisch und passt super. Also schauen wir mal, was wird, aber lass ich einfach so stehen. Genau, lassen wir mal so stehen. Ja. Und dann gibt es natürlich noch Martin, der nicht nur Reitlehrer ist und Papa, sondern auch dein Ehemann. Was zeichnet Martin aus? Boah, jetzt wird es noch schwerer als bei den Kindern, ne? Ja, was zeichnet Martin aus? Dass er mich immer mal so ein bisschen runterholt und sagt, also für mich jetzt, da profitiere ich wirklich von, weil ich sonst einfach der absolute Arbeitsmensch bin. Ich würde rund um die Uhr arbeiten und alles andere vergessen. Und er sagt, nee, jetzt ist mal Zeit für uns, jetzt ist mal Zeit auch für den Urlaub, jetzt machen wir das. Und das passt dann hervorragend. So, das ist das A und O für mich. Ja, im Sport extrem ehrgeizig. Er gibt alles dafür. Er erwartet auch, dass alle anderen das dann tun, so, die das mitmachen wollen. Ja, er hält auch uns alle gut zusammen. Ja. Beke, du bist jetzt schon seit 4 Jahren mit Max zusammen. Wie wurdest du denn in die Familie Hauenhorst integriert? Also ich muss sagen, die Familie Hauenhorst ist eigentlich eine super herzliche Familie. Und ich kannte Max schon vorher sehr, sehr lange. Und wir hatten vorher auch schon sehr, sehr viel miteinander zu tun und dadurch kannte man sich eigentlich schon wirklich gut. Und vorher war ich auch schon zum Turnier hier ein paar Mal und die haben einen immer herzlich aufgenommen, habe schon ein paar Mal vorher bei denen auch als Gast geschlafen und das fühlte sich eigentlich schon immer sehr familiär an, auch wenn man gar nicht wirklich dazu gehörte. Und gut, jetzt bin ich schon 3 Jahre hier am Hof auch beheimatet und seitdem ist das wirklich wie eine zweite Familie für mich geworden. Und ich glaube, die Zusammenarbeit mit Max klappt auch echt gut. Man könnte ja auch denken, dass das da mal so ein paar Problemchen gibt, aber ihr kriegt das gut zusammen hin, oder? Ja, ich glaube, dadurch, dass er Teilzeit sein Studium hat und ich dann noch vormittags auf meiner Arbeit bin und wir dann nur nachmittags zusammen im Stall sind, harmoniert das wirklich sehr gut. Wir haben dadurch auch mal Pausen voneinander und fahren ja auch nicht nur dieselben Turniere an. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, wie gut das alles funktioniert. Und was hast du vielleicht von Max gelernt? Gibt es da was, was er dir vielleicht auch reiterlich mitgegeben hat? Also Max ist, würde ich mal behaupten, die Ruhe in Person. Also den kannst du wirklich mit nichts stressen. Und da kann auch ein 1,60 Meter Parcours vor ihm stehen und der bleibt total lässig. Sagt, wieso, mein Pferd kommt da doch rüber, das wird schon alles super sehen. Das beruhigt einen selbst natürlich auch unheimlich und nimmt natürlich auch sehr viel Stress von einem selber ab. Und das hilft mir auch wirklich unheimlich viel. Also die Ruhe schätzt du an ihm. Gibt es noch was so von seinen Charaktereigenschaften, wo du sagst, das ist typisch Max? Ja, Max kann wirklich sehr, sehr liebevoll sein. Mag er vielleicht nicht so hören, aber das kann er wirklich. Und gut aufmuntern, wenn es einmal nicht so gut geht, dann ist er für einen da. Und haben wir? Gut. Versucht eigentlich wirklich immer wieder einen aufzubauen und immer nach vorne zu gucken. Über Shaki haben wir ja schon gesprochen und dann hast du noch einen
echt coolen Schimmel im Stall. Carlo, der ist schon was Besonderes, oder? Ja, der ist was Besonderes, das stimmt. Warum? Ja, der hat ein bisschen seine Eigenarten auch. Also der geht auch gerne mal spazieren, auch wenn man das eigentlich nicht möchte, aber der kommt auch immer wieder. Und im Parcours macht er einfach mit. Wie war das denn, als du das erste Mal in seinen Sattel gestiegen bist? War das von Anfang an ein gutes Gefühl? Nee, ich wollte ihn nicht haben. Ich habe gesagt, Papa, ich glaube, den brauchen wir nicht. Ui. Und dann ist Papa auch nochmal hingefahren, mit Micky den probieren, das war dann richtig gut. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, dann kaufe ich den für Micky. Und ich sollte eigentlich Clarimus Girl bekommen. Und dann hatte ich aber zu dem Zeitpunkt, wo Carlo dann kam, hatte ich einen Verletzten. Und dann war Lier, 2 Sterne CSI, stand vor der Tür. Und dann, ja, wen nehme ich mit, ne? Ja, dann nimm Carlo mit. Komm ab. Ja, guten Tag. Luca, ruf mal deinen Hund. Und dann stand halt das Turnier in Lier vor der Tür. Ja, und dann nehmen wir noch einen Jungen mit oder was machen wir? Mein Papa, ja, springt noch mal Carlo eine Runde und dann guck, ob es klappt, dann nimm den mit. Ja, und dann habe ich ihn mit dahin genommen, habe ich die ersten 2 Runden klein geritten, 1,35 m. Das war auch bei beiden Runden 0 und platziert. Und dann ist er noch großen Preis gegangen. Da hatte ich, glaube ich, einen Fehler. Ja, und seitdem habe ich ihn behalten. Hat Micky Clarimus Girl gekriegt und ich habe Carlo behalten. Also irgendwie, weiß ich nicht, passte das dann einfach. Und das bereust du jetzt auch nicht? Nee, ich bin ganz froh, dass ich ihn jetzt habe. Was war das für ein toller Tag bei Familie Hauenhorst? Hier wird wirklich Gastfreundschaft großgeschrieben. Und das Gute ist, es ist noch nicht vorbei. In der nächsten Folge geht es um Mick Hauenhorst. Also einschalten!